Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Das ist die Auxilla. Die hat uns zu einer Jagd eingeladen und sind wir natürlich gerne gefolgt. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis alle da sind. Und es dauert noch einige Zeit, weil noch 7 nicht eingetroffen sind. Und das werden wir natürlich gern machen. Sind wir mal wieder ein bisschen unterwegs. Und okay. Die lechische Sprache, okay. Mein Sohn. Oh immer, ihr wart so tapfer, so stark. Okay, da haben wir einen Johann. Mögest du stark und weise werden, mein Sohn. Okay, Vulgär Dollisch, sehr gut. Hat sie sich dann schon gut eingelebt, kann man fast sagen. Da machen wir jetzt nichts, das machen wir erst wieder, wenn wir zu Hause sind. Spionage ist Sodomie. Okay. Anscheinend, er hat anscheinend körperliche Zuwendungen des eigenen Geschlechts genossen. Uralgark der Bebende. Okay. Das Graf Hartwig hat. Ein Ritter von uns. Okay. Ja, den erpressen wir jetzt nicht. Deswegen. Okay, können wir vielleicht die Vasallenbande ändern? Könnte man eventuell. Wenn man erpressen. Schauen wir mal. Okay. Dann ändern wir die Vasallenbande. Bisschen hochsetzen. Das ist ja wirklich wieder, sagen wir das ist wieder die Natur. Wir wollen das nicht. Aber wenn er dann ein bisschen mehr zahlt, sind wir wiederum zufrieden. Das können wir schließen, beziehungsweise schauen wir mal, was wir vielleicht in Augsburg machen können. Mal ein bisschen weg. Auf 675. Tausend. Winterabmühlen bringen am meisten. Okay. Das machen wir hier zu. Und jetzt geht endlich die Jagd los. Am Flügel schaffen wir uns daran. Okay, da hat ein Falken dabei, lässt sich auf dem Hochsitz nieder und späht begierig über die Landschaft. Und was hat er gefunden? Eine kleine Sammlung von Münzen und Schmuckstücken. Ein schöner Fund, mein gefiederter Freund. Okay. Scheint recht unruhig zu sein. Flieg, mein Freund Falke. Oh, leicht verringert. Schade. Bankwesen. Okay, schauen wir hier rein. Schauen wir mal schnell hier rein. Bankwesen. Okay, Entwicklungszuwachs plus 10%. Na gut. Das kann nicht schaden. Ja, was haben wir überhaupt drin jetzt? Renaissance-Gedanken. Könnte man doch jetzt einmal schauen, ob es nicht was Wichtigeres gäbe. Landschenkungen.
Oder da können wir noch nicht. Lohnschenkungen vielleicht. Das wäre doch mal nicht schlecht. Okay, machen wir hier weiter. Weist die Gruppe an, leise zu sein. Es ist Zeit. So, die Jagd ist gleich vorbei. Und dann werden wir einen Tag vorher wieder stoppen. Ich beobachte aufgeregt, wie mein Volk hier ein Ziel anvisiert. Okay. Und der Volk ist fast völlig erschöpft. Die Jagd schlägt fehl. Jawohl, schade. Die Aktivitäten. Okay, ein paar Hasen hat sie gesagt. Da hat er 50 Gold erhalten. Hier unser Johann. Die Eigenschaftserfahrung. Die kann man sich näher. Okay, der ihr Vogel wurde gerissen. Okay. Tja. Lassen wir dieses Abenteuer fürs Erste hinter uns. Jawohl, dann schließen wir die Jagd ab. In Falkner haben wir 10 Punkte erhalten. Und dann geht's natürlich hier wieder flotten Schrittes zurück. Eigentlich jetzt schon gut drauf hier in unserem, wenn man so sagt, im mittleren Alter. Okay, da brauchen wir einen Vormund. Schau mal, für die Helga, Fürstin der Mode, genau. Ja, das soll die gut da machen. Okay, und hier Zwittheim ist anfällig für ein Druckmittel. Ja, aber was wollen wir mit dem? Gar nichts. Gar nichts. So toll ist er nicht. Okay, schauen wir mal hier rein. Da haben wir einen. Okay, haben wir zumindest da mal wieder einen. Sehr gut. Okay. Und weiter geht's. Eine gewöhnliche Delikatesse. Okay. Herr dieser Baumfrau, ist euer nicht würdig. Okay, Pizza nennt man das. Ja, das wollen wir jetzt einmal ausprobieren. Entweder ist es gute Mahlzeit, ekelerregende, oder wir werden krank. Ja, ekelerregend. Das hat uns nicht geschmeckt. Gemeines Geflüster. Im Pferd. Dass mich Pferd mehr als sonst meidet. Okay, naja, der ist halt mit dabei.
Das ist ein Kampf. Naja, der Erdwolf soll sich drum kümmern. Der soll sich drum kümmern, das machen wir selber nicht. Okay, da gibt es wieder mal eine Reihe Hofeigenschaften, so wie immer. Spionage, Mord. Bei der Erfüllung seiner Pflichten ist Ratsspitzel ist er auf ein Geheimnis gestoßen, das mein Ratsmarschall Maria hat. Eleonore zu ermorden. Nicht nur grausam und herzlos, sondern auch noch ehrlos. Okay, die wollen wir natürlich jetzt erpressen. Okay, da haben wir jetzt wieder Druckmittel. Und der wird mir jetzt einen Titel aberkennen. Und zwar die Grafschaft von Ravenna. Okay, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Die Vasallenbande. Das geht. Aber wurden bereits geändert. Also können wir praktisch nie mehr die Vasallenbande ändern, oder wie sehe ich das? Der Tyrannei, das ist natürlich doof. Das ist doof. Und Einkerker einer gewissen Zeit ist auch ein Akt der Tyrannei. Na, da können wir praktisch gar nichts machen. Vasallen entziehen. Das ist auch ein Akt der Tyrannei. Ist ebenbürtig. Ja, ich glaube, da können wir jetzt einmal nicht anders, als hier einen Titel abzuerkennen. Wir haben hier Druckmittel und da können wir jetzt nichts anderes machen. So ist es. Und können wir das hier unserem Sohn geben. So, Ankunft. Jetzt können wir da wieder reingehen. Wir sind wieder zu Hause. Aber wir müssen natürlich jetzt einmal schauen. Wir müssen jetzt schauen. Okay, das war die. Ist natürlich überhaupt nicht mehr begeistert, aber egal jetzt. So, was war es jetzt? Das werden wir jetzt gleich sehen. Okay, gehen wir mal zurück. Also, was soll er bekommen? Ravenna. Lass mal noch mal kurz schauen. Ja, sollte dann. Das bekommt er jetzt mal. Genau. Dann passt's wieder. Dann ist er hier unser Vasall geworden. Sehr schön. Der neue Spielererbe. Ja, warum ist der jetzt der neue Spielererbe? Der Adam nicht mehr. Weil er unser Vasall schon ist, oder was? Ja, ist doch. Okay.
wir das jetzt einmal so fürs nächste Mal. Da bestimmen wir die, weil die Irma hat uns betrogen. Das hatte ich beinahe vergessen. Die hat sich ein bisschen Geld hier aus der Kasse genommen. Das haben wir gemerkt. Okay. Ja, und wenn ich das so sehe, ist jetzt diese Staffel schon wieder rum. Mensch, es macht immer noch so riesen Spaß und macht immer mehr Spaß, je mehr DLCs und so weiter es hier gibt. Ein Bündnis mit unserem Sohn. Ja, können wir ja mal machen. Das ist kein Thema. Okay. Jawohl. Ja, mit 17 ist er natürlich hier sehr, sehr stolz. Trost in Worten. Die Schwester Beatrix hat ein neues Werk verfasst. So, und das lesen wir jetzt noch schnell. Regnerische Nächte im Winter. Welch grausamer Herr der Zufall doch ist. Ein rascher Blick noch, den man doch schnell vergisst. Einsam aller Freude beraubt ist man. Unsere Herzen, unser Geist, unsere Seelen, allesamt verdammt. Okay, da sagen wir jetzt, dass dies wahrlich vom Herzen kommt. Sehr schön. Stopp ich mal. Dann müssen wir hier nochmal kurz reinschauen, weil wir haben ja die Beatrix jetzt auch demnächst hier als Regentin hier eingesetzt. Sie ist auch selbstlos. Sie soll es auch sein. Beziehungsweise, okay, da können wir jetzt hier nicht gleich wieder unseren Sohn nehmen. Gesamteignung hervorragend. Okay, ne, das passt. Das passt sehr gut. Ein Geschenk schicken. Na, was sagen wir? Bitte nehmt dieses demütige Geschenk. Es mag nicht viel sein. Doch ich hoffe, es kann euch nützen auf unsere beständige Freundschaft. Okay, ja, sehr schön. Ich nehme euer Geschenk gern an. Ja, ist ja super. Das habe ich kaum gesehen hier oben. Na gut, okay, dann beenden wir das mal. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid in der nächsten Staffel wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.